Zum ersten Mal seit der Pockenimpfpflicht, die ab 1948 galt, wird die allgemeine Impfpflicht in Österreich in der Zweiten Republik ab Februar wieder eingeführt. Nach wochenlangem Ringen ist das jetzt fix. Österreich ist damit auch der erste EU-Staat, der die allgemeine Impfpflicht einführt. In Italien gilt die Corona-Schutzimpfung für alle ab über 50 Jahren als verpflichtend, in Griechenland für alle ab über 60 Jahren. In Österreich wird sie ab Anfang Februar für alle mit Wohnsitz in Österreich über 18 Jahren gelten. Bundeskanzler Karl Nehammer, Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein und Verfassungsministerin Carolina Edstadler präsentierten am Sonntag den Gesetzestext. Der am Donnerstag im Nationalrat beschlossen werden soll. Dabei dürften neben den türkis-grünen Regierungsparteien auch die SPÖ-Mandatare zustimmen. ÖVP und Grüne haben noch am Samstag über die letzten Details mit der SPÖ ausverhandelt. Diese hatte etwa darauf bestanden, dass die Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes fortlaufend per Gremium geprüft werde. Damit dürfte die neue Impfpflicht mit Verfassungsmehrheit zustande kommen. Die NEOS wollen ebenfalls zustimmen. Sie haben die Altersgrenze von 14 Jahren auf 18 Jahren anheben können. Tatsächlich hat es in den Tausenden Einsprüchen gegen den Begutachtungsentwurf auch mehrere Einsprüche dagegen gegeben, die Impfpflicht für Minderjährige einzuführen. Die neue Impfpflicht kommt auf leisen Sohlen oder einem Dreistufenplan daher. Zunächst wird sie in der Theorie gelten, aber erst ab 16. März kontrolliert werden. In einem ersten Schritt werden Polizistinnen und Polizisten diese in wie bei 2g kontrollieren erst in einer zweiten stufe technisch ist das davor offenbar nicht möglich soll wir impfregister kontrolliert werden das heißt jene die bis zu einem von der regierung festgelegten stichdatum noch nicht geimpft sind sollen aber april eine schriftliche aufforderung erhalten sich impfen zu lassen sollte man sich bis dahin nicht geimpft haben würde die verwaltungsstrafe auch per post kommen in dieser phase kann man sich noch impfen lassen dann erlischt die 600 Euro Strafe. Insgesamt kann nur bis maximal viermal im Jahr gestraft werden, um Schikanen zu verhindern, wie es Ed Stadler betonte. Die Höchststrafe pro Jahr beträgt 3600 Euro. Keine Ersatzfreiheitsstrafe. Im Unterschied zu Parkstrafen wird es bei Verstößen gegen die Impfpflicht aber keine Ersatzfreiheitsstrafen und auch keine Beugehaft geben, wie zuletzt von Impfgegnern kolportiert. Am Montag gibt es im Gesundheitsausschuss im Nationalrat noch ein öffentliches Hearing mit Experten. Für den Beschluss am Donnerstag reicht formalrechtlich eine einfache Mehrheit. Bundeskanzler Karl Nehammer, seit Samstag frisch genesen, betont aber zuletzt, dass man bei dieser historischen Entscheidung eine möglichst breite Mehrheit anstrebe, und Bundeskanzler Nehammer berichtet, dass er sich dank Booster während seiner Erkrankung sicher gefühlt hatte.